Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zur zweiten Folge Dust Tale. Ich habe noch rausgefunden seit der letzten Folge, theoretisch, wenn ich wirklich nicht vorankomme, werde ich das vermutlich nutzen. Es gibt eine Art einfachen Modus, in dem man jede Runde Leben regeneriert und man kann auch einstellen, wie viel. Ich habe mir jetzt erstmal ausgelassen und ja, nachdem Sans am Ende des Kampfes im letzten Part weggerannt ist, wird es Zeit weiterzugehen. Und ich weiß, dass ich Z drücken muss. Wuff. Ein paar traurige Augen guckt mich an. Die Brücke hier. Der Hintergrund ist einfach nur schwarz. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. In dem Spiel gibt es ja durchaus noch Bugs, aber X. The door is locked. Okay. Dann werde ich hier vermutlich überhaupt nichts machen können. Oh, Grilby's hat offen. Er ist alleine. Ja, ich stehe in deinen Stühlen. Was willst du machen? Nobody expected that of Sans. At first, Girl 40 was joking around like he always does. But the eyes. Everyone was scared. I never would have guessed it. I suppose you're not different than he is. Oh, I see those same eyes on you. Ja, niemand hätte von Sans erwartet, was er getan hat. Aber ich bin auch nicht anders. Jedenfalls laut Grilby's. No, 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 you're going to find that skin. Ja. Chara will unbedingt Sans finden. Hier auch der Briefkasten. Dear Sans, ah, ich weiß von mir. Dear Sans, I cannot seem to find you anywhere. If you are reading this, please come find me, your brother Papyrus. Er sucht Sans. Das ist nochmal dasselbe. Kann ich irgendwie hinters Haus? Kann ich nicht, Mann. Die Tür wird verschlossen sein, wer hat's gedacht? Dann gehe ich einfach mal zu Papyrus. Also, falls man gerade Wind hört, das kommt nicht aus dem Spiel. Aber die Geräusche sehr wohl. He's about to steal our XP again. Run forward and kill him. Now! Hey, Sans lässt mich nicht. We are stuck. Sans, how could you? No. The human, they killed you before, so they won't stop, they'll kill you again and again. So, I'm here to stop that. Sans, you can! Sans, wait, there's another way. We could talk to this human. We could try to make peace with them. If we just believe in them enough, I'm sure they would change. Ja, das ist halt Papyrus, der glaubt immer, dass alle sich ändern können. Aber das stimmt nicht. Jedenfalls nicht in diesem Fall. This will be better, bro. Better if I spare you from. Sans, please. Sans, I understand. This will make you happy then. Then I'm ready. Und Papyrus ist tot. Nicht durch Chara. No, bro. Why? It's all humans' fault. They drove me to this. It's their fault. It's their fault. Oh, that's hilarious. Ich kann dumm lachen. He's gone. Sans ist weg, nachdem er dumm gelacht hat. Ich bin der Meister des Dummlachens.
Hier wird wieder ein bisschen was geskippt. Nee, doch nicht. Ein Save Point. Sans ist nicht hier. Was sagt die Blume? Papyrus, stay you. Sans hat anscheinend Papyrus gesehen. In der Box dürfte nichts Sinnvolles sein. Oh, Kacke. Ich bräuchte Items. Aber nur für die Waldringt. Ich weiß, dass oben der Weg mit dem einen, was da sonst gibt, dem Ausrüstungsgegenstand blockiert ist. Aber hier die Echo Flower nicht. Why are you here? I killed you. You're dead, bro. Er sagt, Papyrus kann nicht da sein. Er ist tot. Alter, aber das Laufen ist noch ein bisschen nervig hier. Undyne. Aber diesmal verstecke ich mich nicht. Oh, scheiße, ich weiß nicht mehr, wie ich Jan angeschrien habe. You're not him. My apologies. Ja, ich bin nicht Sans. Sie sucht ihn, nicht mich. Diese Geschichte kennt man. Ich glaube, das ist dieselbe. Na, er gesagt, das hier ist noch nicht Geschichte. Das ist einfach Anleitung. Ich weiß nicht, ob man die Geschichte skippt. Oh, Wash. Ja, das heißt, hier wird es anscheinend wieder kurz Fight geben. Er vermisst seine Freunde. Ich könnte jetzt natürlich asozial sagen, er hat keine. Du hast keine. Dreckige Seelen. Die Attacke ist nicht schwer auszuweichen. MLG, lol. Ups. Da bist du weg. Ja, Level 3. Ich weiß jetzt schon, dass ich hier noch was farm. Oh. Kara lässt mich weitergehen. Oh, hi. Hallo? Okay. Die Glocke ist blockiert. Warum kann ich da nicht hin? Ernsthaft? Ein Bug. Jetzt schon nobody came. Hier kann ich rüber. Ey, sag mir nicht, ich habe jetzt irgendwie hier eine Buggy-Version erwischt. Ja, zurück. Ah, jetzt geht's. Ich musste die Glocke auf den richtigen Platz bringen. Jetzt blinken die auch nicht mehr. Nichts. Well, you're welcome to stay. Ja, okay. Ich dachte schon. Aber so schlimme Bugs gibt's in dem Spiel nicht. Jetzt wird was geskippt. Die Statue. Rock Music Box leistende Statue. Und hier ist schon die Brücke, auf der theoretisch Monster Kid kommen müsste, aber wir haben bereits Kampfgeräusche.
Sans hat bereits Undyne getroffen. You've betrayed all of Monsterkind. You're a disgrace. Papyrus would be ashamed to call you his brother. Undyne meint, dass Papyrus sich schämen würde, Sans seinen Bruder zu nennen. Shut up and die already. Undyne will nicht sterben. You can't kill me. I refuse to die. Undyne weigert sich zu sterben. She's distracted. Let's kill her now before it's too late. Natürlich. Allow me. No. Kill. 250 XP. Level 7. What? Okay, Papyrus, no human got there fast. No, I don't know what I'm going to do next. I'll figure it out. Und er ist weg. 45 Minuten Waterfall. Dann geht's jetzt nach Hotland. Yay, ewig lange Strecken, die keinen Sinn machen. Laufen macht Spaß. Oh, ja. Hallo. Hallo. Ah. Bedanke, dass das kein bisschen lange gedauert hat. Sogar der Wasserspender ist weg. Der war wohl auch nicht so geduldig. In der Box ist immer noch nichts. Man muss immer ein bisschen laufen, bevor man zurück kann. Dann muss ich mich mal gewöhnen. Bevor ich probiere, da hochzugehen, das wird vermutlich gehen. Hier gibt's Items. Crash. Alles kaputt. Where are you, Alphys? Zwei Instant-Nudelpackungen. Beide geholt. Alphys ist vermutlich in ihrem geheimen Labor, dessen Tür durchgängig ist. Lauter komisches Zeug. I need the key. Ein Metaton-Poster mit einem Schlüssel. Die Tür hat sich geöffnet. Das wahre Labor. Hi, Alphys. What do I do? I left the spare key upstairs. You should get it soon. Ja, sie hat den Schlüssel oben vergessen. Sans wird sicher bald reinkommen. Oder ich übernehme das für ihn. Think, Alphys, think. Wait. The Determination Extractor. Der Entschlossenheitsentsauger, auf Deutsch steht hier. Extractor klingt einfach tausendmal besser. Und Leute, seit heute habe ich Undertale auf der Switch. Yay. Da gibt's einen geheimen Bonus-Bosskampf, den zeige ich vielleicht irgendwann mal. Der Amalgamate versperrt den Weg. Die Amalgamates versperren alle Wege, außer den, wo ich hin soll. Und der ist hier lang. Hier ist nichts normalerweise. Hier kann ich auch nichts machen. Sans ist aber da.
I'm sorry, Sans. I never wanted it to be this way, but you're too determined. Somebody has to stop you. This is going too hard. Es wird weh tun. Aber der DT-Extractor will nicht. What? What happened? Why didn't that work? Er funktioniert nicht, wie gesagt. Please. Kill. Ich war zu langsam. Thanks for letting me in. Ja, Sans ist nur durch mich hier reingekommen. Im Originalspiel kommt da nicht. Kommt man da nicht lang, glaub, oder? Ah, doch, aber. Egal, jetzt. Das war's schon hier im wahren Labor. Das ist nur eine kleine geheime Szene. Die hat auch keinen Einfluss. Und dann könnte man The Sans im finalen Kampf dann stärker ist oder so, aber. Das ist er nicht. Was ich ein bisschen traurig finde. Okay, man muss natürlich auch verstehen, das ist ein Fangame da. Und das hat auch einige Story und alles. Ja, da kann man jetzt auch nicht die ganze Zeit mit Kämpfe programmieren verwenden, aber dass Sans, wenn er so viel Erfahrung hat, schwächer ist, als wenn er keinen einzigen Erfahrungspunkt hat in der Genocide-Route von Undertale. Das ist nicht ganz logisch. Ne? Ergibt das Sinn? Ich gehe übrigens hier lang, denn hier finde ich noch ein Item. Oh. Dachte ich, das müsste aber... Ich meine, ich bin jetzt schon bei Muffe. Ich dachte, ich finde noch eine Waffe. Hier liegt ein Muffe. Hallo. Sage ich ja. We missed our chance. Wir haben die Chance verpasst. Hey, kann es sein, dass die Reihenfolge falsch ist? Ja, die ist doch falsch. Beschweren will ich mich nicht. Hier ist nämlich die Waffe. Und hier die dunkleren Buchstaben bilden das Wort evacuate, also evakuieren. Die Bratpfanne. Io. Evacuate. Dann gehe ich mal in Richtung Chor und Metatron, wenn Sans ihn nicht schon getötet hat. Hier geht's so lang. Ist hier rechts irgendwas? Ein kaputter Aufzug. Okay, da kann man nicht hin. Mann, ich brauche ein bisschen Items. Und die Tür ist zu. Ab in den Chor, ab in den Sonnenschein. Und der Aufzug funktioniert. It's our lucky day. This elevator works. Ich darf auch in keine andere Richtung, das erlaubt Kara mir nicht. Aber hier gibt es anscheinend keinen Save Point, weil jetzt kommt ein Kampf. Oh my. Why haven't you evacuated yet? Ich hab voll Angst jetzt, weil so ewig kein Save kam. Wann war der letzte? Vor Elfes Labor? Nee, vor Muffet. Elfes should have informed everyone. Hold everything. You're a human, aren't you?
What a time for you to show up. A monster of our own has gone on a killing spree. Ja, ein Monster ist am Töten, Sans. So run while you still can, human. I'll deal with you later. Metaton will sich erst um Sans kümmern, um mich kümmert er sich später. Oh, I see. Well, that's not quite what I expected. Das ist nicht, was er erwartet hat. Ah, can't wait for a good showdown, huh? Well, then, the battle between two monsters must be delayed. Now playing a, battle. Well, we'll work on the title. Hier gar kein langes Rumgerede. Er hält anscheinend nicht los. We only just met and now we are fighting to the death. It's a shame, really. Man muss das auch mit Z machen. Ich hab erwartet, dass Leertasten geht. I don't hate humanity in itself. Far from it, I just need your soul. Ich glaube, ich kann den nicht hitten. Er hat schon einiges an Leben verloren. Once the situation is in the underground is set up, I'll break the barrier. Ich habe noch 20 Leben, eine Attacke muss ich noch zählen. Weil das Grüne ist noch eine extra Lebensleiste. Millions of humans will know the name Metaton. Ja, sie werden alle den Namen Metaton kennen. Oder auch nicht. Hi, Sans. Read it to it. Ich hab verloren. Aber, okay, ich hab überlebt. Und das reicht. Das Problem ist, ich bin jetzt eigentlich direkt vorm finalen Kampf gegen Sans und meine Itemauswahl ist bescheiden. Ich habe 2x Nudeln, 1 Pie. Außerdem missfällt mir das Wetter, weil ich nach der Aufnahme Zeitung austragen gehen wollte und es gerade regnet. Yay. Gute Laune. Mikrofon und Luftröhre. Lol. Save Point, ja. Komm, mindestens ein Item will ich noch. Ja, ich bin beim Kampf. Ich bin da. Ich hab nichts. Das Finale von Dust Tale. Der Raum sieht ganz anders aus. Und das wird ewig dauern. Im Notfall aktiviere ich diesen Modus. Well, here we are again. Good to be back, isn't it? Yes. But this time it's different. Now I'm equally as determined as you are. And so once you give up, sobald ich aufgebe, I'll become the most determined in this universe. I'll take your soul for change. I'll reset. You'll never come back to this world again. We're gonna have a match. Three.
Erst diagonal. Erst Safe Damage und dann sterben. Wow, im zweiten Versuch heute wieder bei der Arschloch-Attacke, die mich jetzt auch rumbringen wird. Ich kenne das. Ich hab mich bewegt? Yes, that's it. The part to be in control of the world. It's a great feeling. Remember when the birds were singing and the flowers were blooming? He even knows what happened to them. Okay, ich hätte das in 8 Jahren nicht geschafft. Just give up already. We both know how this will end. Gut, ich bin froh, nicht weitergespielt zu haben. Ich hatte anscheinend den halben Kampf vergessen. You know, I tried to take the 6 human cells. I thought they could be useful, but that old monster wouldn't let me have them. He died protecting them. It's a shame, really. This all would end much. Man konnte es, glaube ich, lesen. Die Attacke sieht nicht so schlimm aus. Da fühle ich mich besser angestellt als der Typ. That's all being said. You do look pretty tired. I could fight all day, but... Well, let's just take a little break. You know, they just got done to bro. Was kinda looking forward to killing him myself. Alright, alright, you can have a turn, Papyrus. Vielleicht verschwindet sich von selber, es lohnt sich nicht, die wegzuziehen.
Ich bin immer noch am Aufnehmen. Das hatten wir gestern erst. Alright, Bro, it's my turn now. Was wohl? Nur werden sie mich. Ich habe inzwischen YouTube-Video angeschaltet. Und ich bin pro. Ich habe immer noch die 6. Attacke nicht geschafft. Und das ist ungefähr die 20. oder so ein Scheiß. I can feel determination slipping. Soon you will die once and for all. And my world will finally be restored. Do you hear that, Papyrus? It's almost over! Ich weiß, warum ich damit aufgehört hab. Und jetzt auf einmal 999! Okay, that's too funny. You just won. Even after I murdered so many monsters, I completely underestimate you. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber es ist mir auch egal. I guess that's it then. Good job. But do you know what's the funniest part? I'll remember this when you reset. That's right. I'll use what I've learned this time and stop you the next. Maybe I'll even get to kill Undyne. See you later. You murderer, you. What's that face for? My memories. What did you do to my memories? Why can't I remember what happened to Toriel? What happened in the ruins? I remember the first 327 resets, but not my memories. You're deleting them. And that means I'm stuck in another loop. I'll keep killing everyone the same exact way each reset. I'll never kill Undyne. And my brother will... Please just tell me one thing. Is this the first time this has happened? Ein bisschen viel Erfahrung. Ah gut, das Ending ist sogar noch mit drin, da war ich mir nicht sicher. Der Thronsaal halt, kennt man. Stellt euch einfach vor, ich spiele das gerade. 39 Minuten. Ja, okay. Beim Resetten wird die Zeit nicht gezählt. Ich habe offiziell auch nur 50 Minuten Spielzeit. Und das, obwohl ich 2 Stunden lang an diesem Boss gekämpft habe. Reserved. Reserviert, yay. Greetings. Surprised to see me? You really shouldn't be. We're a team, remember? And as your teammate, I'd like to congratulate you. Together we've done it. We've conquered this world once again. We've reached the absolute. Wait, we've done this before, haven't we? Yes, I remember now. Well, let me be the first to thank you. You've brought me another soul, for that you should be proud. With my power, we'll change this world once again. We'll be well then time to go back to work. See you in the next reset, Frisk. Geil, schon wieder eine Fortnite-Werbung. Kann dieses Spiel sich mal aus meinem Leben verpissen? Das Tell. Bei Evans Streamlow.
Wenn man da lang genug wartet, kriegt man auch einen Hinweis in den Credits für ein geheimes Pazifistenende. Und damit legen wir in der nächsten Folge los, weil das nicht so schwer ist wie dieser scheiß Endboss. Ciao.